Naja, okay, also mit Produktivität. Also man merkt, die hatten noch nicht lange Handelsrouten. Naja, gut. Oder die haben einfach nur betrunkene Kapitäne, aber das dürfte ja auch nicht so schlimm sein. Bestimmt ein bisschen von beiden. Ja, das denke ich auch. Warum haben wir immer noch 0 Tonnen Seide? Ich gehe Wie mal davon. viel lädst du denn ein immer? 37 Tonnen müsste eigentlich gut sein. Ich gehe mal davon aus, dass das mit dem betrunkenen Kapitän ab Titanic geändert worden ist. Ja, Damit das nicht noch Captain. öfters passiert, dass dann so ein Schiff sinkt, weil der Kapitän mal ein bisschen zu viel getrunken hat. Ja. Wäre ein bisschen Hi, Captain. sinnvoll. Problem ist, ich sehe hier Indianer auf dem Berg rumtanzen. Und ja, hier sind Indianer. Neue Befehle für den Aber Flottenkommandant? eigentlich dürfte es gar nicht so. Wenn ich noch ans Marmor rankomme, dann ist es mir eigentlich relativ egal. Ich probiere mal einfach Sind Außeninsel zu besiedeln. die böse, die Indianer? Eisenerz auf dieser Insel. Nö, aber ich kann die ganz leicht mal hier so von der Bildfläche verschwinden lassen. Wenn ich jetzt hier. Scheiße. Aber ans Eisenerz komme ich ran, na danke. Ja, ich glaube, wir müssen wohl ein bisschen streiten. Streiten, streiten. Auftrag wird Okay, ausgeführt. also, Das wir haben Volk jetzt eigentlich eine jubelt ziemlich gute eurer Herrschaft. Bilanz, das heißt, wir können jetzt einfach mal. Genau, Truppen bauen. So, Militär. Also wir haben ja eigentlich genug Eisenerz, wir haben genug Leder. Das dürfte eigentlich. Eisenerz, ich meine Eisen natürlich. Ja, da können wir jetzt so schön bauen. Was ich wirklich auch sehr schön finde, dass die dann in Anno 2070 dann halt diese Lufteinheiten noch dazugesetzt haben. Ja, aber ich finde, Anstatt, die haben ja. ein bisschen wenig Einheiten eingebaut. Das hätten mehr sein können. Ja, definitiv. Was waren, wie viele Lu Drei. vier, drei, Drei drei, ne? Lufteinheiten. Ein paar. Na gut, Schiffseinheiten waren eigentlich genug vorhanden. Naja, fand ich jetzt nicht so. Also Schiffeinheiten ja schon, aber an Kriegs. Dinge, na gab es immer noch nicht so viel, ne? Ja, Gab es und ja immer nur. dann. Weil es sieht ja komisch aus. Interessant. Klettert man da auf die andere Brücke dann drauf oder was? Nö. Nee, weil die ja eine so einen starken Absatz hat, wenn das jetzt Ja, weiterführen aber würdest. das machen sie nicht. Die laufen dann einfach gerade durch, ne? Ja, natürlich. Schon wieder ein Denkmal. So, also die müssen jetzt eigentlich extrem fleißig am Produzieren sein und ja, das geht ein bisschen ins Geld. Heereskosten oder Militärskosten? Leute, der Bär hat ein Tier getötet. Du Monster! Und jetzt rubbelt der im Baum und jetzt nicht. Was macht der da? Der hat voll Spaß. Gibt es eigentlich in dem Spiel auch schon Militärpunkte? Also die Gab's Anzahl, wie du das? Truppen bauen kannst. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich muss gerade nachdenken. Gab's das? Ich glaube nicht. So, Cool. also das wird jetzt ein ordentlicher Verbrauch, aber naja, naja, naja. Aber was ich machen will? Was aber auch ziemlich overpowered ist in 2070 ist die Atombombe. Ja. Das habe ich mal für einen Spaß einfach. Bei der Königsedition von Anno 2070 gibt es ja so, nun so, na, sag schon, so ein Atom-U-Boot, das man bauen Ja, habe ich, kann. hab ich auch, habe ich auch. Ja, Das und finde ich das. irgendwie total unnötig. Ich Weil, find's cool. ja, cool ist es ja, aber wenn du mal. Verdammt, die Stimme. Verdammt. Stimme weg. Verreckt. Faden verloren. Ich muss ihn suchen. Moment. Da Okay, liegt er wir ja. warten. Da liegt er.
Da liegt er, ich hab ihn. Wenn du mal bedenkst, dass du, falls du damit auf Schiffe ziehen willst, ist das U-Boot so ziemlich zu nichts nütze, weil bis die Bombe da mal abgefeuert wird, sind die Schiffe bestimmt schon, was weiß ich, nicht weg. Naja. Und in Hafengebieten kommt es wiederum drauf an, wie die Insel beschaffen ist, weil wenn du da eine Insel mit weiten Riffen hast, kannst du nicht nah genug ranzufahren, um wiederum die Atombombe da dahin zu schicken, um den Hafen zu zerstören. Also zwar cool ist sie, aber noch nicht so ganz. Ja, die Atombombe, das U-Boot ist halt nur dafür da, um halt so einen Vergeltungsschlag auszuüben. Ja. So, erstmal einen schönen Bergfried hier mittlere Festung. Jetzt muss ich kurz gucken. Das ist die Mitte, okay. Ah ja. So, ich will es ein bisschen hübscher hier gestalten. Und ja, das wird zwar ein bisschen ins Geld gehen, aber meine Güte. Scheiß so, drauf. So viel zum Thema meine Kriegsinsel. Also genau, dann habe ich natürlich noch eine Insel, wo mein Palast steht, immer aufgebaut. Ne? Mit allem drum und dran. Okay. In eurem Städtchen wohnt man gern. Ein Wachturm? Also, soll ich einen Wachturm oder einen Kanonenturm bauen? Wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Meinerseits können beide schießen, aber zu dem Dings würde eher der Kanonenturm besser passen, finde ich. Aber wenn den, den ich jetzt hier ausgerüstet habe. Genau. Würde besser zum Bergfried. Aber kostet auch viel mehr, ne? Moment, ich guck mal. 200 und der hier. Na gut, das bisschen. Ich meine, wenn du mal hier unten guckst, 113.000. Mit 30.000 haben wir angefangen. Also, das dürfte eigentlich nicht so das Problem sein. Naja, komm. Wir können es einfach. Was ist das neben dem Kanonenturm da? Moment. Die also diese einzelne Kanone da. Das ist halt eine Kanone. Ach so. Ja. Welch ein Zufall. Verdammt. Was ich mir noch bei 14:04. Verdammt, meine Stimme geht weg. Perfekter Tag zum Aufnehmen. Ja, Mann. So, okay. Was wolltest du sagen? Moment, ich bin gerade am Abpusten. Hab mich gerade stumm gestellt. Ah. So, jetzt geht's wieder. Halleluja. Ja. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau, was ich sehr schön gefunden hätte bei 14:04. In der Kampagne sieht man so geile Kanonen, so wie du gerade da halt gebaut hast. Diese einzelnen Dinger. Dass man sowas bauen könnte, das hat mir sowas von gefallen. Das finde ich immer richtig fies, dass sie da in der Kampagne total geile Sachen haben. Warum machen sie da extra total tolle Sachen rein und im normalen Modus lassen sie weg? Warum? Das ist eine sehr gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Das ist einfach nur ein weiterer Button im Baumenü. Ah ja. Sind doch nur ein paar Nullen und Einsen. Ist halt so, ne? So, jetzt tut's mir leid, dass ich hier ein bisschen ruhiger war, aber ging halt gerade nicht anders. Musste halt mich hier total konzentrieren und so. So, mein Video ist fertig. Was? Meine Dürre sucht ein Landheim? Mein Landheim? Wer sucht ein Landheim? Wir haben keine Ziege mehr. Wie konnte das passieren? Okay, wir haben schon mal extrem viel. Aber wie ich sehe, können wir jetzt alle Einheiten bauen. Auch nicht schlecht. Ist ja mal nicht schlecht. So, jetzt muss ich kurz gucken. Von was haben wir denn genug? Von Schwertern und Rüstung haben wir erstmal genug. Das heißt, die können sich erstmal schlafen legen. So. Ja, und Büchsenmacher, komm, das brauchen wir jetzt hier auch nicht. So, was haben wir noch? Ah, der Rest kann noch ein bisschen.
Wie groß sind eigentlich deine Videos? Also von Das MB-Größe? weiß ich nicht. Das kann ich dir gerade ehrlich gesagt gar nicht so wirklich sagen. Wieso? Dann bist du schlecht informiert. Na danke. Weiß nicht mal, was für Größen du immer hochlädst. Grauenhaft. Schäm dich. Hau ab. Jetzt muss ich mir sonst was anhören lassen, oder was? Verbuddel dich in einem Loch. Hier ist gerade keins. Dann bau dir eine Höhle. Oder geh in eine Eisenerzmine oder geh zu den Indianern. Es gibt keinen Indianer mehr. Bald gibt's keinen Indianer mehr. Bald. Ja, dann gibt's dich auch bald nicht mehr, wenn du jetzt zu denen gehst. Doch. Doch, was Mich sagt er wird's da? noch lange geben. Das werden wir Die ja Einwohner sehen. sind sehr zufrieden mit eurer Herrschaft. Ja, die Einwohner sind sehr zufrieden mit mir. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Nein. Wie Schon. viel hast, wie viel, wie viel hast du ihnen dafür gegeben, dass sie das sagen? Ach, nichts. Rausreden. So, die Kanonen schießen doch hoffentlich von alleine. Bringt die Treppe was? Was, das, was ich gerade gebaut habe, oder wie? Ja. Naja, so kommen die Einheiten auf die Mauern rauf. Cool, kann man die dann darauf schicken? Ja. Das ist nice. Okay, wir haben kein Holz mehr. Was verbraucht denn... Na gut, dich hier können wir jetzt zur Oma erstmal ausschalten. Ich verblüffe mich über ein uraltes Spiel. Ja, Na, so das ist bin auch immer ich. noch extrem geil. Was ich aber mal ausprobieren könnte, indem ich jetzt mal einfach... Ich find's immer so toll, wie die Schiffe versinken, wenn zu viele Möwen drauf sind. Was? Die Na, siehst Schiffe... du? Ah, jetzt ist das Schiff wieder hochgegangen. Die Schiffe gehen unter, wenn da Möwen drauf sitzen. Ja, wenn da zu viele Möwen drauf sind, ich weiß nicht, ob das mit Absicht so gemacht wurde oder ob das nur ein Bug ist, dann ist das Schiff so halb im Wasser versunken. Wer kommt auf die Idee? Ich weiß es nicht. Oh, wie schnell sich hier. Was für fette Möwen müssen das sein, wenn da von ein Schiff untergeht? Das Schiff ist aus Holz und hat einen gewissen Auftrieb. Na Gott. Naja. So, warte, das ist Traps. Jetzt müsste ich mal ein Spiel starten. Welches mache ich denn jetzt am besten? Nehme ich einfach mal das da. Bitte sei jetzt nicht laut. Laut. Nein, es ist leise. Nein. Gott, ich habe mich bei Flans vs. Zombies Superheld genannt. Neue Ernsthaft? Soldaten sind verfügbar. Okay. Wir machen uns auf den Weg, Herr. Was sind die anderen unten? Nee, the fuck? Was zur Hölle? Es ist Ach, so sind Lol. alle ineinander. Setzen uns in Bewegung, mein König. Auch sehr interessant, wenn ich aufnehme, dann Wohin geht verschwindet es? bei mir die FPS-Zahl. Lol. Okay, das ist wiederum blöd. Weil ich weiß es nicht, ob es dann Niemand erst hat einen anfängt, wenn die Überblick. FPS-Zahl runtergelaufen ist. Also wenn sie weg verschwindet halt, ne? Ah. Mache mich auf den So, Weg, ihr Herr. geht jetzt rein, ob ihr wollt oder nicht. Ihr geht rein. Okay, sehr interessant. Ich und Im wir Spiel brauchen. verschwindet... Nein, nein, nicht löschen. Nein. Fuck. Verschwindet die FPS-Zahl, ne? Jetzt ist da ein Reh auf der Mauer drauf. Ich rede hier gerade vom FPS-Zahlen und er fängt hier mit Leute. Rehen an. Naja, Rehe sind tolle Tiere. Neue Einheit bereit. Ich habe jetzt irgendwie Bock, ins Kino zu Auf gehen. den Weg, Ich habe jetzt keine Ahnung, warum. Okay. Naja, wenn nicht, Ja, mein dann König. treffen wir uns rasch und gehen gemeinsam ins Kino. Ja, warum nicht? Naja, möchte ich doch meinen. Ich krieg Wohin heute eh wollt noch ihr Besuch. denn hin? Scheiße, ich Weil ich... auch.
Was für ein Zufall. Ja, was? So. Wie machen wir halt am besten? Wir müssen die ausschalten. Wir brauchen eigentlich diese ganzen Kanonenleute nicht für die Türme, sondern für das gefällt mir jetzt sehr. Neue Einheit. Mir auch. Die FPS-Zahl verschwindet direkt. Ah, oh, nicht schon wieder, danke. Die Einwohner sind zufrieden. Cool, wenn ich die Sachen in Camtasia Studio reinziehe, dann sind die direkt schon weg. Mal kurz rendern, Testzahl, nein, das da umbenennen. Dann werde ich nämlich heute mit FPS-Zahl aufnehmen und weiß, ob meine Aufnahme läuft oder nicht, Leute. Ja, ja. So, das dürfen jetzt genügend Einheiten sein, die ich hier ausgebildet habe. Ja, so 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 mal Kavallerie und dann 7 mal Kanonen, oder? Also ich kenne mich da nicht aus, aber es klingt recht gut. So, jetzt haben wir 8 Kanonen. Was ich aber auch seltsam finde, das klappt leider doch nicht. Oha, das also, ist bitter. Also in den einzelnen Aufnahmen, FPS wird angezeigt, ziehe es in Camtasia Studio rein, wird es mir wiederum nicht angezeigt, rende es, wird es mir wieder angezeigt. Okay. So, Schiff bauen mit Kanonen. Wie viele Kanonen sind das jetzt? Sieht man nicht. Okay, dann bauen wir einfach mal. Man merkt, dass ich blöd bin, oder? Weiß nicht, merkt man das? Ja, ich habe ja gerade gesagt, im Video sieht man wiederum die FPS-Anzeige. Warum? Ein neues Schiff wurde fertiggestellt. Vielleicht kommt sie selber drauf. Nochmal bitte. Also, ich habe das... Moment, ich muss da nochmal kurz was gucken.